Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch erklären, was ihr für einen gravierenden Fehler beim Pfeilen machen könnt. Und zwar gibt es bestimmt einige von euch, die das Problem haben, dass der Nagel hier an dieser Stelle wegbricht oder sich eben das Gel liftet. Und was das für einen Grund hat, welchen Fehler ihr macht, das sage ich euch in diesem Video. Bevor es aber losgeht, ein kurzer Hinweis an euch. Und zwar gibt es nur noch heute eine 20% Rabattaktion, welche die letzte 20% Rabattaktion für dieses Jahr ist. Also ich würde euch empfehlen, schlagt nochmal zu, wenn ihr irgendwas haben möchtet. Die Acrylic-Gele sind leider komplett von der Aktion ausgeschlossen, aber ich denke, ihr findet sicher trotzdem etwas. So ihr Süßen, und jetzt geht es los mit dem Video. Und zwar, grundsätzlich ist es ja so, dass man schöne, schmale Nägel haben möchte. Das heißt, wenn die Verlängerung eben etwas länger ist, dann wirken zum Teil manche Nägel etwas klobig, gerade wenn man das Problem hat, oder was heißt Problem, wenn man nur mal von Natur gegeben große Fingernägel bzw. Nagelbetten hat, und dann ist es manchmal so, dass die Nägel eben breit wirken, man vielleicht nicht ganz zufrieden damit ist oder grundsätzlich einfach schmale Nägel haben möchte. So, nun ist es ja so, dass ein Naturnagel eine gewisse Basislinie hat, und auch wenn ihr den Nagel kürzt, haben wir hier eben immer noch eine Basislinie. Diese Basislinie können und dürfen wir nicht verändern. Das heißt also, ihr dürft diesen Naturnagel, der eben auf der Nagelplatte fest drauf sitzt, also ich rede jetzt nicht vom freien Nagelende, sondern wirklich das, was mit der Nagelplatte verbunden ist, also mit dem Nagelbett, das Nagelbett mit der Nagelplatte, so. Und das dürft ihr natürlich nicht wegfeilen. Dann geht man einfach daher und denkt sich, okay, ich lege die Feile einfach so an diesem Punkt, da kann ja nichts passieren, und feilt den Nagel schmaler. Was aber passiert, wenn ihr eure Feile wirklich nur hier so gerade an euren Nagel dran legt und dann anfangt zu feilen? Ja, der Nagel, also die Modellage, wird definitiv schmaler, gar keine Frage. Also, das heißt, wir hätten hier jetzt einmal beispielsweise den Nagel verschmälert. Aber was noch passiert, was man dabei nicht beachtet, ist, wenn ihr die Feile wirklich so, also von der Draufsicht, so anlegt, sprich seitlich gesehen so anlegt, dann passiert Folgendes: Ihr feilt quasi nach oben. Also ihr feilt hier rein, und dann passiert das, was nicht passieren darf. Ihr feilt eben hier so eine Ecke in den Naturnagel rein. Also dieses Eckchen hier ist dann quasi weg. Von der Draufsicht sieht der Nagel dann oder die Modellage schön schmal aus. Man denkt sich auch, ja, super schick. Aber seitlich gesehen schaut das dann so aus. Also so einen Nagel hättet ihr dann oder so eine Modellage. Hier würde die Ecke fehlen, und das sieht man dann auch wirklich seitlich gesehen extrem doll, dass eben hier so eine Ecke fehlt. Ich sehe das immer mal wieder auf Bildern oder so. Zum einen sieht das unschön aus, und zum anderen ist das natürlich auch das Ungesündeste, was man mit dem Naturnagel anstellen kann. Denn wenn ihr den Naturnagel hier sozusagen rausfeilt, also euch wirklich eine Ecke vom Naturnagel rausnehmt, kann es eben passieren, dass sich durch diese Ecke euer Naturnagel vom Nagelbett ablöst. Das nennt sich dann Onycholyse. Und ja, das wollen wir auf gar keinen Fall. Dann ist der Naturnagel eben verletzt und das wächst ja auch nicht mehr an. Und deshalb auf keinen Fall wirklich die Feile so gerade anlegen und dann nach oben feilen. Auf gar keinen Fall. Dann feilt man sich immer hier diese Ecke vom Naturnagel weg. Jetzt denkt ihr euch, ja, aber was mache ich denn dann? Dann müsst ihr die Feile wirklich, das erwähne ich auch immer wieder in meinen Videos, dass ihr die Feile schräg anlegen müsst. Sprich, ihr müsst die wirklich schräg anlegen, damit ihr an diesem Punkt nicht drankommt. Ich sage ja immer, spart eine Ecke aus oder spart die Ecke aus. Also
hier, maximal hier an diesem Punkt, wo dann eben das freie Nagelende beginnt, also hier in diesem Fall, so, ihr müsst quasi nur das wegfeilen, was auch wirklich weg muss. Schaut euch eure Nägel seitlich gesehen an und legt mal die Feile wirklich über einen, über die Ecke so oder beziehungsweise unter die Ecke des Naturnagels und dann werdet ihr, denke ich, verstehen, was ich meine. Ich zeige euch das jetzt hier anhand der Zeichnung nochmal so ein bisschen. Also, ich feile jetzt hier nicht gerade rein, sondern ich lege meine Feile eben unter die Kante, die weg soll. Ihr müsst natürlich den Winkel so ein bisschen beachten, ne? Also hier diese Kante, ich möchte den Nagel schmaler haben. Wir haben hier diese gestrichelte Linie, das ist eigentlich die Basislinie, also die Verlängerung vom Naturnagel, der eben aus dem Nagelbett herausgeht. Und das ist eben die Verlängerung, die wir uns mit Tipp etc. geschaffen haben. Und die wollen wir schmaler haben. Deshalb legen wir die Feile eben unter die Ecke und sparen das hier hinten aus. Das heißt also, wir feilen nur diese Ecke hier weg. Das feilen wir weg. Und hier hinten, den Naturnagel, den lassen wir komplett in Ruhe. Der darf nicht befeilt werden. Das ist wirklich nur in dem Bereich, wo das freie Nagelende ist. Und so bekommt man dann eben einen schmaleren Nagel. Natürlich ist es richtig, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir aber sozusagen die Seitenlinie verfeilt, ja. Da gibt es ja noch alles, was man beachten muss, dass man die Schablone zum Beispiel nach unten anlegt und etc. etc. Das soll euch jetzt nur verdeutlichen, wie man wirklich feilen muss. Natürlich müsst ihr dabei auch die Seitenlinie beachten und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt nicht Inhalt dieses Videos. Aber so möchte ich euch eben nahelegen, dass ihr hier diesen Naturnagel um Gottes Willen nicht wegfeilen dürft, weil ihr dann wirklich zum einen eine unschöne Form habt und eben zum anderen wirklich den Naturnagel dazu bringen könnt, sich vom Nagelbett abzulösen, und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall, denn das wäre wirklich eine Verletzung. So, ich hoffe, ich konnte euch das in diesem kurzen Video wirklich so ein bisschen nahelegen und erklären. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt und mir gerne auch ein kostenloses Abo dalasst. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir natürlich auch auf Instagram folgen, denn dort erfahrt ihr wie immer alle News zuerst. So, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Shoppen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.